Und herzlich willkommen hier aus Malaysia. Sepang Circuit ist heute am Start mit mir, Alawach 1993 und unserem Force India Team und unsere Agentin wird uns erstmal ein bisschen introducen. Okay, ja, besser als 8, besser als Hülkenberg, besser als Rosberg und Fahrermeisterschaft 8 oder besser. Sollte alles machbar sein. Und ich würde sagen, wir tun erstmal den Laptop öffnen und dann gehen wir mal straight zum Rennen. Ja, eine Entwicklungsphase haben wir ja noch und dann möchte ich meine Forschung und Entwicklung einstellen und mir die ganzen Punkte sparen. Das erzähle ich oder das lese ich euch nachher noch vor. Und ich würde sagen, Kommentatoren, bitteschön, auf geht's. Was habt ihr zu sagen zu Malaysia? Der namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Heute sitzt Stefan Römer neben mir und wird das Rennen mit mir gemeinsam kommentieren. Stefan, noch einmal herzlich willkommen. Ist es nicht schön, endlich mal wieder in Kuala Lumpur zu sein? Ein wirklich wunderschönes Land, dieses Malaysia, und eine traumhafte Strecke und das ist das Wichtigste, ein Rennen, das nur sehr, sehr schwer vorherzusagen ist. In der Tat, es gibt viele Kurven, in denen enorme Kräfte wirken, durch die Hinterräder mit Leidenschaft gezogen werden. Zusammen mit den hohen Temperaturen sorgt das dafür, dass der richtige Betriebsbereich der Reifen nur schwer zu halten ist. In den vergangenen Jahren waren wir immer relativ früh in der Saison hier, was heuer zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden könnte. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Werde ich schon nicht. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Hamilton, Sebastian Vettel und Button. Hülkenberg, Alonso, ein Force India und Carlos Sainz Jr. Räikkönen, Massa, Romain Grosjean und Wehrlein. Bottas, Magnussen, Dani Quert und Esteban Gutierrez, Hayanto und Nasser, Jolyon Palmer und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, was ich ein bisschen schade finde, dass ich nicht direkt ausgerutscht bin. Ja, ist okay. Das muss ich denn leider so fahren. 14 Runden. Oder auf die harten... Ich würde ganz gerne auf den Mediums fahren, ehrlich gesagt. Na gut, wir erhöhen erstmal kurz mal unser Sprit. Das kennt ihr ja schon. Die Frage ist halt, ich habe jetzt 3 Runden... Ich weiß halt nicht, wie stark die Mediums fahren, ne? Egal, wir lassen das mal so und starten unser Rennen mal. Ich kann ja immer noch entscheiden, mal gucken, was so die Rennleitung sagt, mein Ingenieur. Ob er vielleicht nochmal eine andere, bessere Variante hat. Ab und zu mal zwischendurch. Es ist doch lächerlich, dass die halt nicht in der Einführungsrunde so schnell fahren können, Alter. Egal. Und komm rum. Dann fahren wir halt. So, wir sind P9. Dass Alonso hat. Oh, wer ist denn das? Alonso, ja. So. Oh. Extrem langsam fährt, dass ich halt vorbeifahren tue. Erstmal kurz meine Bremsen rein. Also Kurve 1 ist schon wieder relativ. Ja. Ist schon wieder so eine Sache, was halt ein bisschen problematisch werden kann. Alter, ich. Hülkenberg, gib doch mal Gas, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Dass die hier in der Einführungsrunde halt so umherschleichen. Ich hab Bock und will das Rennen fahren. Na gut. Ja, Einführungsrunde, Position halten. So viel zur Position halten. Das funktioniert nämlich nicht. So, und den könnte ich jetzt hier nämlich schön raus beschleunigen. Ist okay. Okay, die bremsen da hinten an und ziehen halt im dritten drum. Okay.
Da habe ich mir nämlich schon gedacht, dass es hier eventuell der dritte besser ist. Das war knapp. Ja, 2 Minuten. G ist der Sepang-Circuit aber schon relativ lang, muss ich sagen. Na komm. Noch bis mal ein bisschen Reifenbahn fahren. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Weil wie ihr seht, links und rechts habe ich halt, wenn ich da eine Dingens reinfahre, ist für mich halt ein bisschen blöde. Aus dem Grund. Okay, da muss ich dann. Okay. Ich muss ja immer ein bisschen gucken, wo denn die Boxen reingefahren ist, weil ich gerne noch nicht selber reinfahre. So, P9. P8 ist ja frei, da ich ja Alonso überholt habe, weil er so lahmarschig war. Nun gut. Ich wollte mal sagen. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Wieso ist ein Raikön hinter mir? Wurde er zurückversetzt? Komisch. Schade, leider bin ich nicht rausgeflogen. Also wir mehr. Wie lange wollen die noch stehen? 14 Runden ist okay. So, Freunde der Nacht. Ich hatte gerade wie einen Soundbug gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe. Um einfach ganz kurz. Ich habe manchmal einen Soundbug, wenn ich einen berühre. Dass ich dann einfach nur so einen Brumm in den Ohren habe und keinen anderen Sound. Was ich halt. Mega komisch sind. Aber nun gut, egal. So, zack. Das heißt, also weiter als die erste Kurve bin ich gefahren. Dann habe ich mit irgendeinem, ja, gerempelt. Habe ich einen ganz leicht angeschoben. Dadurch ist mir mein Frontflügel kaputt gegangen. Und ja. Und dann hatte ich dieses Brummen im Ohr. Zack. Und mein Problem ist halt, ich weiß halt nicht warum ich das Brummen halt im Ohr hatte. Aber nun gut, egal, jetzt ist es weg. Das hatte ich schon mal gehabt, ne? Oder ich weiß es gar nicht. Na gut. Ah, jetzt habe ich die Kurve einigermaßen hingekriegt. Das Problem ist halt, ich habe meine Reifen sind halt auf 34%, was für mich halt komplett im Negativen ist. Komm doch jetzt rum, Mann. Ich würde ja ganz gerne, also das Setup war ja soft hard. Ich würde aber ganz gerne mal wissen. Okay, einen Moment. So, wie ihr da war gerade ein kurzer Anruf. Ich weiß nicht, ob ihr das Ding jetzt gehört habt. Mein Handy, mein Klingelton. So, erstmal kurz mal wieder Pedale suchen. So, und zack. Ich bin der Meinung, ich kriege die Kurve hier viel zu langsam. Dafür kriege ich die zweite relativ gut. Ich glaube, mein Problem ist, erstens sind meine Reifen halt mega abgefahren. Und zweitens ist, glaube ich, mein Problem, dass ich die Strecke jetzt wirklich beherrschen könnte. In K-Anführungszeichen beherrschen, weil mein Auto ist halt top durch die ganzen Entwicklungen. In Sachen, dass ich hier die Dingens nicht kriege. Die beiden Kurven schon. Die anderen Kurven nachher. Okay, neuer Plan, alles klar. Genau, die Kurve meine ich nämlich. Das ist so die Kurve, wo die halt mega rankommen. Ist angekommen, bestätige. Und raus. Tja, Verstappen, hast keine Chance, wa? Fahr ich einfach mal nebenher. Und überhole ihn sogar noch. So, mal schön innen bleiben. Ich möchte ihm nämlich auch ein bisschen Platz geben. Ich fahre nicht so unfair wie die KI. Ja. So.
Genau, fahr mir rein, du Drecksau. Oh, schön erstmal die Kante hier dicht machen. Ich sag mal so, wenn ich mich behaupten kann, kann ich ja ganz normal wieder vorne bleiben. So ist es ja nicht. 50%. Natürlich wird das jetzt langsam eine Rutschpartie. Raikön ist raus. Okay. Oh, Safety Car. Nice. Ja, ist okay. Ja, doch, hab ich doch. Ein Stop. Das heißt, ich fahre jetzt rein und hole mir die Harten. Aber die Zwei-Stop-Strategie war gar nicht mal so blöd, ehrlich gesagt. So, fett. So, ab und zu mal ein bisschen die Zeit ausreizen. Ich finde halt dieses Lap-Delta immer noch ein bisschen kacke. Weil ich weiß halt nicht, wie schnell ich mal fahren darf. Wie ihr seht, ich gebe ein bisschen Gas und bin sofort im Minus-Delta drin. Das heißt, ich kann mich nur ganz kurz hier irgendwo reinrollen lassen. Die müssten sagen, pass auf, fahr diese Zeit oder fahr halt konstant, ich sag mal, 200 km/h und dann hast du halt diese Zeit drin. So, mal gucken, ob ich das ein bisschen ausreizen kann. Ja, ist okay. So, schön reinrollen lassen. Alter, was? Das ist nicht gut. Hamilton hat mich halt in der Box überholt. Das darf er eigentlich gar nicht. Weil Safety Car. Na, egal. Jawohl! Geht doch. Wo Rosberg wäre, wa? So, das heißt, wir sind durch. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen, dass er ist okay. Er fährt soft. Also er macht eine Zwei-Stopp-Strategie. Es ist nicht wahr. Er fährt eine Zwei-Stopp-Strategie, okay? Wahrscheinlich, weil ansonsten wird er nicht soft fahren. Ich hoffe mal, dass es gar nicht mal so schlecht ist, meine Wahl. Weil ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, jetzt nochmal auf Harten zu wechseln. Das würde von der Zeit her auch nicht schlecht sein. Ich soll ja erstmal die Kolonne einholen, ne? Ah, da ist er ja schon. Okay. Okay. Ich würde mal sagen, wir sparen wieder Sprit und Reifen. Ist nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich hänge jetzt schon auf 2%. Vielleicht wäre hier eine Zwei-Stopp-Strategie sogar besser. Na, schauen wir mal. Wir können ja immer noch reinfahren, dann haben wir halt zum End, so gesehen, einen Endspurt. Wir haben alle auf Soft gewechselt. Mal gucken. Vielleicht fahren die wirklich nochmal rein. Weil die müssen ja reinfahren. Die haben ja sind ja auf Soft gestartet, bin ich der Meinung. Das heißt, die fahren eine Zwei-Stopp-Strategie scheinbar. Ich hätte natürlich jetzt nochmal reinfahren können und mir die Dingens holen können. Die Räder. Also die anderen Räder. Die Mediums. Jetzt Mediums holen. Das wird auch geil, oder? Ich würde halt keine Zeit verlieren. Ehrlich gesagt. Ich würde so gerne überholen. Aber er muss, das Gute ist halt, dass er wahrscheinlich rein muss. Ich habe halt nicht drauf geachtet, was er als am Anfang hatte. Gut, 5 Runden oder Runde 5 ist schon mal durch. Das ist schon mal sehr schön. Na komm. Manu, komm schon, Alter.
So, schön auf Mager weiterfahren und schön Reifen schon fahren. Dass ich so wenig wie möglich Reifenverschleiß habe hier in dem Safety Car. Ihr wisst es, wie ich es handhabe oder vorhabe. Und hier schön ganz entspannt einmal rumrollen lassen. So, ich denke mal Runde 6 oder Runde 7 wird Safety Car reinkommen. Aber ich würde es halt cool finden. Safety Car ist zwar geil, dass es drin ist, aber ich würde es ganz gerne haben, dass es irgendwie einen Sinn hat. Weil jetzt, man sieht halt nicht, warum mehr oder weniger das Safety Car raus ist. Man sieht halt das Wrack nicht, man sieht kein Team mit einem Radlader oder mit einem Teleskoplader, whatever, und holt den Ding jetzt weg. Das Wrack, das kaputte Auto. Das wäre doch ganz geil, wenn sie das einbauen würden, dass man sieht, pass auf, deswegen ist das Safety Car draußen. Aus dem Grund, weil das Auto da steht. Eventuell mit einem kompletten Totalschaden oder sonst irgendwas. Also ist es halt, ich sag mal, relativ, ne, blöde gelaufen. Es wird, wenn Ben Rosberg wirklich auf Soft gefahren ist, auch gestartet ist, dann ist das eine ganz schön schlechte Strategie. Dann muss er ja jetzt damit 2 Runden fahren. Ne, jetzt müsste er 4 Runden damit fahren. Genau, ich denke mal Runde 10 oder sowas wird er nochmal reinkommen, weil noch später reinkommen mit den Softs ist halt ein bisschen dumm. Oder ich hätte mit... Oder Mediums. Medium wäre eigentlich auch keine schlechte Wahl gewesen. Jetzt mit den Mediums fahren, durch das Safety Car, spare ich ja Reifen. Und wäre dann halt relativ... Oder wäre dann halt ein bisschen schneller gewesen mit den Mediums. Das wäre nochmal eine Überlegung gewesen. Scheiße. Na egal. Und dass Rosberg mich in der Dingens überholt hat, in der Einfahrt, war ein bisschen blöd. Weil die bremsen ja halt punktgenau. Und ich, wenn ich da zu schnell reinfahre, kriege ich sofort eine Durchfahrtsstrafe. Anstatt 3 Sekunden eine Zeitstrafe zu kriegen, nein, ich kriege jedes Mal eine Durchfahrtsstrafe. Das habe ich jetzt oft genug schon hinter mir. In meinem privaten aber, ne? Da habe ich, keine Ahnung, ich glaube 2 oder 3 Rennen jedes Mal versucht letzte Rille zu bremsen und dann waren immer noch 5 km/h zu schnell. Und dann richtig schön Durchfahrtsstrafe, schön am Arsch. Okay. Interessant, dass mir mein Ingenieur nicht sagt, pass auf, das Safety Car kommt rein. Okay. Hoch. Ja, die Hinterreifen sind noch nicht so prickelnd. Ah, egal. Na komm. Wenn ich wüsste, wo die Safety Car Linie ist. Ach, bestimmt habt ihr hier hinten, ha? Huh? Perfekt abgepasst. Oh, was? Na, fahr doch vorbei. Das war ein bisschen blöde. Verstappen ist auf Mediums gefahren. Das hätte ich eigentlich so auch machen sollen. Wieso während der Safety-Car-Phase? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch offiziell, wo grüne Flagge war, bin ich losgefahren. So, ja, am ersten war halt sicherer. Oh. Na komm. Massa, ich überhole dich. Einmal... Im ersten rein. Komm, kriecht euch. Schlagt euch. Hier muss ich echt lange mit dem fünften mich rollen lassen. Quert ist halt erste. Mit seinen Toro Rosso. Not bad, muss ich sagen.
Aber ich bin schon wieder dran. Ich krieg den Mittelsektor halt relativ gut. Aber so langsam komme ich auch mit der Kurve hier klar. Oh. Okay, anbremsen und dann rollen lassen. Okay. Und dann langsam runterschalten. Alles klar. Also so langsam verstehe ich die Kurve hier vorne. Weil bei Grid Autosport beispielsweise, du kannst halt mega durch die S durchfeuern. Ja, super, das hat es denen jetzt gebracht, oder was? Zwei Runden oder drei Runden hinter dem Safety Car zu fahren und jetzt schön die Plätze verlieren. Oh Mann. Nein, bloß meinen Frontflügel nicht kaputt machen. Ich kriege meine Chance. Ich bin schneller als der Toro Rosso. Beispielsweise jetzt. Und eine etwas andere Linie nehmen, dass ich besser die Linie cutten kann. Bisschen früher bremsen. Im zweiten. Und raus. Ja. Verstappen hat es, glaube ich, relativ gut gemacht, weil der fährt nämlich auf den Mediums. Das so wollte ich, habe ich auch gerade philosophiert, das so zu machen. Oder was man hätte so, oder dass man das hätte so machen können. Aber das Problem ist, denke ich mal, dass die Mediums wahrscheinlich nicht ganz so schnell abbauen wie die Softs, aber auch relativ stark abbauen. So, hier lasse ich mich mal ein bisschen anders rumrollen. So, hier muss ich mich leider rumrollen lassen, ansonsten haut das nicht hin. Okay, hier bremsen. Oh, verbremst. Weil ich möchte nämlich ganz kurz mal ein bisschen auf Fett fahren. Zumindest ein, zwei Runden, dass ich meinen Abstand noch mal ein bisschen weiter vergrößern kann. Na komm, rum jetzt. Das Gute ist halt, dass das DRS noch nicht aktiv ist. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ja gut, aber ich bin halt in einem super Auto. Gut, dass ich diese Zwei-Stopp-Strategie nicht genommen habe. Wie ihr seht, die fahren jetzt alle rein. Die meisten der Top-Teams haben halt die Zwei-Stopp-Strategien genommen. Sogar Verstappen mit dem Mediums ist reingefahren. Haben die so schnell abgebaut? Das glaube ich fast gar nicht. Das glaube ich echt fast gar nicht, dass die jetzt schon im Arsch sind. Na komm. So, Abfahrt. Vierten rein. Nochmal im vierten rumrollen lassen. Das heißt, die können sich definitiv in den fünf Runden definitiv nicht zurückrunden. Oh. Da war ich ein bisschen zu hart auf dem Gas. Komm rum jetzt. Okay. Da ist schon mal gut, dass es nicht regnen soll. Komm rum. Also Marc, kriege ich die Kurve und Marc kriege ich sie nicht. Ich fahre sie wahrscheinlich auch zu komisch an. Oh Mann. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die KI in der Boxen-Stop-Schematik einen Fehler macht, Marc. Weil die ist ja eigentlich immer on point. Dass du die nicht wirklich ausreizen kannst manchmal. So. 2,3 Sekunden. Ja, wegen meinem Ausrutscher da. Alter, die sind alle auf Zwei-Stopp-Strategie gegangen? Das finde ich ein bisschen brutal. Da hier irgendwie eine Zwei-Stopp zu machen. Aber gut, wenn sie meinen. Sollen sie von mir aus. Ja, Rosberg fährt jetzt die schnellste Runde. Ja, GZ. Aber es wird ihm halt nichts nützen. Weil er hat halt die Harten drauf. Und das heißt, ja, sie sind zwar frisch, aber trotzdem muss er erstmal, was weiß ich, wie viel Sekunden aufholen, um da irgendwas machen zu können.
Usbek ist aber Dritter, holy shit. Na gut, weil die jetzt alle reingefahren sind, ne? Die waren alle auf einer Zwei-Stopp-Strategie, holy shit. Egal, es ist für uns nur zum Vorteil. Wenn ich die Kurve hier kriegen würde. Und ihr seht, wie weit der weg ist, ne? Da fährt jetzt erst der Knubbel lang. Dieser fette Ball aus 400.000 Fahrern. Sainz müsste eigentlich normalerweise auch reinkommen. Ja. Das heißt, wir werden ganz kurz nochmal ein bisschen Sprit sparen. Das müsste erst Rosberg da hinten sein. Das heißt, ich habe genug einen Vorsprung, den er in drei Runden eigentlich nicht aufholen sollte. Also wenn Sainz vor ihm bleibt, habe ich mindestens 25 Sekunden vor ihm. Ja. Okay, 22, 23 Sekunden, sage ich ja. Sainz ist sogar vor ihm geblieben. Ich hätte nicht gedacht, wie gesagt, dass die KI echt einen Fehler macht in der Boxen-Stop-Strategie. Oh. Nochmal gerade so abgefangen. Das hat natürlich mega Zeit gekostet. Wahrscheinlich 5 Sekunden oder sowas. Aber ich kann hier ganz normal, ganz geschmeidig durchfahren. 2 Sekunden sogar. Nur 2 Sekunden hat es gekostet. Zack. Na, besser gegangen. So. Dann kann ich bald mal... Rosberg liegt hinter dir. Unser Anstand zum Hintermann beträgt 17,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,9. Ja gut, er fährt halt 3 Sekunden schneller. Es reicht nicht. Er muss 2 Runden, 3 Runden fahren. Da sind halt pro Sekunde, sage ich jetzt mal, sind 3 Sekunden, sind immer noch 9 Sekunden, die man gerade aufholt. Oh ja, uiuiui. Und ich kann halt entspannt fahren, wenn ich will. Und meine harten Reifen halt nicht so stark rannehmen. Und hab dann immer noch genug Puffer. So, wie beispielsweise hier ein bisschen rumrollen lassen. Hier auch wieder Gas weg, halt ein bisschen Reifen schont und Reifen Sprit sparen. Voll ökonomisch. Zack. Können wir hier uns nämlich auch so schön rumrollen lassen. 5 Runden. Ich weiß, dass wir halt so eine starke Reserve haben. Dann rollen wir uns hier nochmal schön rum. Warum? Wird's für Rosberg und so definitiv nicht gut ausgehen. Ja, Verwarnung, Streckenbegrenzung. Das heißt, ich muss es doch wieder früher anbremsen. Scheiße. Wahrscheinlich mein... Abstand zum Hintermann beträgt 17,1 Sekunden. Ja, 17,1 Sekunden. Da muss ich aufpassen, nicht, dass ich da irgendwie... lala, irgendeine Verwarnung oder so bekomme. Weil ich bin Erster, obwohl ich kann auch eine Sekundenstrafe kriegen. 17,1 Sekunden. Juckt mich nicht. So, weil wir machen nämlich gleich mal Fett rein. Schönes fettes Benzingemisch. Und dann passt es nämlich. Wenn ich jetzt gerade mal durchtickern tue. Zack. Und damit können wir nämlich jetzt schön zu Ende fahren. Und ja, wie ihr seht, ganz piano, schön ein bisschen Reifen sparen zumindest. Weil 40% ist schon hart. Bei mir kann auch jederzeit der Reifen hochgehen, ne? Dass ich halt einen Reifen
eine Reifen Platz erkriege. Dann komm rum. Zack, zack. Nehmen wir die Kurve nochmal ein bisschen entspannter. Was halt drauf geht, ist halt die Kurvenkombination. Die wird, macht die. Oh. So, einfach mal ein bisschen runterbremsen, schön rumrollen lassen. So sollte man eigentlich die Kurve bekommen. Nur halt bedeutend schneller. Ja, 15. Ja. 15 Sekunden. Da kann ich mein Auto rumschieben. Er hat mir jetzt 2 Sekunden abgenommen. Mein Gott, juckt mich ehrlich gesagt nicht. So, ich habe halt meine 40%. Oder 44%. Man sieht aber, dass die vorne, der linke Vorderreifen halt am meisten beansprucht wird. Hinten rechts mal so überhaupt nicht. 36%. Also die rechte Seite des Autos wird überhaupt nicht beansprucht. Ja, ist okay. Ja, mit der richtigen, was heißt mit der richtigen Strategie? Ohne ablenken zu lassen, gut nach vorne gefahren, muss ich sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die KI halt so einen argen Fehler macht in der Strategie. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 14,6 Sekunden. Ist okay. Ja, er wird jetzt halt noch ein paar Zeiten fahren, die er ja für sich dann halt in der Fahrrivalität nutzen kann, und das war es eigentlich auch schon. Trotzdem bin ich Erster, was mir keiner mehr streitig machen kann. Außer ich kriege jetzt noch ein Dingens. Motorschaden, was aber komischerweise nie passiert. Ich habe noch nie einen Motorschaden bekommen. Ich habe jetzt auch beim Privaten, ich weiß nicht, ob das jetzt im Let's Play schon mal vorgekommen ist, einen Reifenschaden bekommen. Und dann natürlich Frontflügelschaden, alle drum und dran. Aber ansonsten mehr im Endeffekt nicht. Ja, und ich würde sagen, easy Erste. Puh. Aber das Gute war halt, dass die KI sich halt komplett verpokert hat. Die sind zwar rangekommen im Endeffekt, aber halt nicht, ne, sind halt nur mal 20 Sekunden und ich kann natürlich durchheizen. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India. Jawohl, da bin ich. Easy. Heute sind sie nach diesem Juhu, wir gucken uns nochmal den Pokal an. Da ist das Auto. Klaro, mit der 93 drauf. Geil, muss ich sagen. So, bisschen Champagner spritzt noch. Bisschen Spritz, Spritz. Und das reicht mit Spritz, Spritz. Und ich bin mal kurz mal gespannt, wer der Fahrer ist. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wo ist er denn? Den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Außer Punkte. Fahrer des Tages war Daniel Quert. Okay. Wenn man sich überlegt, wo er, ja, ist gut. Er 82 Punkte. Es hat auf jeden Fall gut reingehauen. Ben Hamilton, wir haben jetzt noch, ich glaube, 4 Rennen. Wenn Hamilton jedes Mal rausfliegen würde oder außer Punkte rausgehen würde, wäre es halt mega nice, weil dann würde er halt keine Punkte kriegen und wir könnten noch erster Platz werden. Ja, 4 Punkte Unterschied. Okay. Erster Fahrer, sollte ich eigentlich wieder fett werden. Jo. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nochmal die Voicemail an. Team-Update. Hi, Emma hier. Ich habe heute mit ein paar Managern über deinen Fortschritt gesprochen. Kurz gesagt, sie sind begeistert. Weiter so. Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, das war der große Preis vom Malaysia Sepang International Circuit. Mit mir, Alawach 1993, schön den ersten Platz eingeheimst. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.